Hallo liebe Kinder, ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Alfred Lippel, ich bin der Schulleiter hier seit 4 Jahren am Ammersee-Gymnasium. Es ist leider sehr schade, dass wir uns nicht persönlich kennenlernen, aber die Zeit lässt es nicht anders zu, als dass wir uns nur über Film und Internet kennenlernen. Der kleine Film, der jetzt folgen wird, soll euch in einzelnen Abschnitten zeigen, was unsere Schule zu bieten hat, welche Fachschaften wir in unserer Schule haben, damit ihr ein bisschen einen Eindruck bekommen könnt, was euch dann im September erwarten wird, wenn ihr an unserer Schule ankommen werdet. Seid gespannt. So, jetzt sind wir natürlich in einem ganz interessanten Bereich unserer Schule, der Bibliothek. Bibliothek ist ein wunderbarer Bau, der extra aus dem Schulgebäude herausragt und der eine ganz besondere Lage hat. Zaubern und Wahrsagen können wir zwar nicht im Fach Deutsch, aber wir haben viel mit Büchern und Texten zu tun, in denen auch Glaskugeln und Zauberer vorkommen können und in denen manchmal auch in die Zukunft geblickt wird. Wir beschäftigen uns mit der Sprache, wir schreiben und lesen gemeinsam. Unter anderem steht uns dafür auch diese wunderbare Bibliothek mit ihren vielen tollen Büchern zur Verfügung. In der 6. Klasse findet unser jährlicher Vorlesewettbewerb statt, bei dem wir unseren Schulsieger küren. Unsere Schülerzeitung ist die Seemöwe. Mein Name ist Christian Drechsel. Ich unterrichte am ASG unter anderem das Fach Deutsch. So, und jetzt siehst du ein typisches Klassenzimmer unserer Schule. Ich bin der Peter Töpfer und bin an der Schule für Englisch zuständig. Ich heiße Andrea Spindler und ich bin auch für Englisch zuständig. Wir sind die an der Schule, die sich darum kümmern, dass ihr in der wichtigsten Fremdsprache der Welt nicht sprachlos dasteht und euch erfolgreich verständigen könnt. Wir haben eine Gap-Partnerschaft mit einer amerikanischen Highschool in Wisconsin, USA. Wenn ihr bei uns seid, dann seht ihr jedes Jahr englische Theaterstücke von Profis gemacht für euch. Das ist der Raum Stille. Mein Name ist Stefan Reiter und ich bin für Mathematik zuständig. Mathematik kann manchmal ganz schön kompliziert sein und anstrengend. Aber wir helfen euch Schritt für Schritt. Also, mein Name ist Birgit Rotheigner, ich unterrichte Mathematik. In der Mathematik spielen wir auch manchmal und berechnen die Gewinnwahrscheinlichkeiten. Ich heiße Bernhard Uhr. Unterrichte auch Mathematik und befinde mich hier in einem Kubikmeter. Ihr werdet ausprobieren selber, wie viele Schüler hier Platz haben und wir berechnen in Mathematik, wie viel Liter hier reingehen. Im Känguru-Wettbewerb könnt ihr euch aneinander messen, wer die Rätsel am besten löst. Wer es besonders knifflig mag, der kommt in den Mathe-Plus-Kurs. Zum Üben und Konstruieren gehen wir oft auch in den Computerraum. Mein Name ist Cornelia Weyer und ich unterrichte am Ammersee-Gymnasium Geografie. Ihr werdet dieses Fach sehr lieben, denn es ist vielfältig und spannend. In der 5. Klasse beginnen wir mit dem Thema Planetensystem.
Dann beschäftigen wir uns mit Bayern und anschließend mit ganz Deutschland. Und in den Jahren darauf reisen wir nach und nach um die ganze Welt. Mein Name ist Paula von Schweinitz und ich möchte euch jetzt die Räume in der Biologie und Chemie zeigen. In der 5. Klasse ist naturwissenschaftliches Arbeiten das erste naturwissenschaftliche Fach, das ihr kennenlernt. Ihr seht mich hier im Mikroskop sitzen. Hier kannst du eigenständig erkunden, erforschen, experimentieren und dich mit den naturwissenschaftlichen Arbeiten vertraut machen. Biologie ist die Lehre von den Lebewesen. Im Unterricht lernst du viel über verschiedene Tiere und Pflanzen und über die Zusammenhänge in unserer Umwelt. Unsere Schulgartenwiese bietet dazu einmaliges Anschauungsmaterial. Ihr habt übrigens auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Wahlkurses im Schulgarten oder der Schulimkerei aktiv mitzuarbeiten. Ab der 8. Klasse gibt es im naturwissenschaftlichen Zweig das Fach Chemie. Chemie ist die Lehre von den Stoffen, von ihren Eigenschaften und von den Vorgängen, bei denen Stoffe verschwinden und andere gebildet werden. Eine Besonderheit: An unserer Schule könnt ihr im naturwissenschaftlichen Zweig sogar regelmäßig selber experimentieren. So, jetzt sind wir in einem schönen Bereich der Schule, den ich persönlich sehr gern mag, die Physiksammlung. Physik ist ein sehr schönes Fach, man erlebt viel, man lernt viel über die Natur. Mir macht sehr viel Spaß. In der Physik führen manchmal die Lehrer Versuche vor. Natürlich dürft ihr auch oft selber experimentieren. Mein Name ist Georg Ladig. Ich unterrichte am Ammersee-Gymnasium Mathematik und Sport. Am Ammersee-Gymnasium haben wir ein breit gefächertes Angebot. Wir geben ganz normalen Sportunterricht und in der 5. Klasse Schwimmen, in der 6. Klasse Rudern. In der 7. Klasse fahren wir ins Skilager. Zusätzlich haben wir ein Wahlkursangebot, Volleyball, Fußball, Basketball, Triathlon und Mountainbiken. Und hin und wieder gibt es Bewegungskünste. Wir üben mit euch Ausdauer und Kraft, Geschicklichkeit und Gefühl für Bewegungen. Ganz wichtig ist für uns natürlich auch Freude und Spaß. Mein Name ist Heidi Wolf und ich unterrichte hier Kunst. In der Unterstufe haben wir immer jede Woche eine Doppelstunde Kunstunterricht. Und eine Kunstunterrichtsstunde ist eigentlich immer eine richtige Werkstattstunde. Wir arbeiten mit verschiedensten Materialien, mit Farben, mit verschiedenen Stiften und verschiedenen Techniken.
Und wir arbeiten aber auch plastisch, das heißt mit Keramik, mit Speckstein oder sogar auch mit Holz. Und manchmal begeben wir uns auf Schatzsuche in der Kunstgeschichte. Hallo, mein Name ist Hans Gruber. Ich bin Musiklehrer hier am ASG und ich freue mich, wenn ihr kommt. Im Musikunterricht werden wir sehr viel singen, wir werden Musik anhören, wir werden ein paar Komponisten kennenlernen und Noten lesen und schreiben lernen. Ihr könnt hier auch Erfahrungen an neuen, unbekannten Instrumenten sammeln und wenn ihr schon ein Instrument spielt, vielleicht sogar in einem unserer Ensembles mitwirken, zum Beispiel im Orchester oder in der Big Band. Wenn du sehr gerne singst, dann gibt es hier einen Unterstufenchor, in dem du mitsingen kannst und vielleicht wäre sogar die Chorklasse das Richtige für dich. Salvete, puri et puelle. Ich heiße Sabine Gogreve und unterrichte das Fach Latein. Ab der 6. Klasse kannst du bei uns in die Welt der Sagen und Mythen eintauchen. Außerdem lernst du etwas über den Alltag der Römer. Wie sie schreiben. Wie sie spielen. Wie sie sprechen und sich verständigen. Ein Fenster, Fenestra, Geld, Pecunia, Valete. Bonjour, je m'appelle Johannes Haug. Ich unterrichte am Ammersee-Gymnasium Französisch. Herbe de Provence. Provence-Kräuter. Seul, sel oder Seel. Salz oder Mehl. Mit solchen Fragen beschäftigen wir uns im Französischunterricht. Mit Französisch kannst du dich herfreisen, hervorragend verständigen. Ab der 6. Klasse kannst du bei uns Französisch lernen. In der 10. Klasse haben wir einen Frankreich-Austausch mit einer Schule in Châteauroux. A bientôt! Apropos Reisen. Welche Sprache brauchen wir für dieses Reiseziel? Un día en Machu Picchu. Me llamo Johannes Haug. Und ich unterrichte auch Spanisch. Ab der 8. Klasse kannst du mit uns Spanisch lernen. In der 10. Klasse haben wir einen Austausch mit einem Gymnasium in Valencia. Adios! Ab der 6. Klasse habt ihr Geschichtsunterricht und werdet auf Entdeckungsreise gehen bei den Steinzeitmenschen, bei den Ägyptern, bei den Griechen, bei den Römern, bei den Germanen. Ja, und jetzt
sind wir in unserer Mensa. In der Mensa-Küche kocht Robert für uns. Das ist unser Schwimmsteg. Ja, liebe künftige Fünfklässler, mein Name ist Georg Büttner, ich bin hier der Ruderlehrer und ich möchte euch jetzt mal das Ruderhaus zeigen. Das ist das größte Boot da unten, das ist der sogenannte Achter. Ja, und das hier ist die Königsdisziplin beim Rudern, das ist das Rennbootrudern. Hier seht ihr ein Skiff, das muss man schon ziemlich gut können, das Rudern, um da reinzusteigen, aber das könnt ihr auch hier lernen. Und eine Theater-AG gibt's auch. Hallo und grüß Gott, mein Name ist Hermann Flörke, ich bin Sozialpädagoge und bin hier zuständig im Ammersee-Gymnasium für den Bereich offene Ganztagsschule als Leiter und für den Bereich Schulsozialarbeit. Für uns bedeutet Ganztagsschule, dass Schule nach der Schule für die Schüler, das sind Schüler aus der 5., 6. und 7. Klasse, einfach ein Ort ist, wo sie sagen, das ist nach der Familie der zweitschönste Ort für uns, wo wir uns wohlfühlen, wo Zeit ist mit Freundezeit, Zeit ist zum Spielen, Zeit für Lernen miteinander und gemeinsam Essen. Schulsozialarbeit heißt, dass mich die Schüler hier in der Schule an verschiedenen Orten treffen. Ich bin da bei Projekten wie Packmas oder Streitschlichterschulungen. Im Schulsekretariat sind Anja, Efi und Sandra für euch da. Nun stehen wir vor der Hall of Fame unserer Schule. An dieser Wand stehen die Namen aller Schülerinnen und Schüler und aller Lehrerinnen und Lehrer, die an unserer Schule tätig sind oder tätig waren. Und wenn du zu uns kommst, wirst du auch Teil dieser Welle sein.